Am Wort ist der Abgeordnete Franz Leonhard Essl. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Meine geschätzten Damen und Herren, in der Außenpolitik gibt es wichtige und dringende Themenbereiche zu beraten. Es ist die Problematik in der Ukraine, es geht um Syrien, es geht um Terrorismusbekämpfung bis hin zu den Tragödien, die sich im Mittelmeer ereignen, wie ja Vorredner schon diskutiert haben. Und im Ausschuss haben wir das auch sehr, sehr breit diskutiert. Und ich bedanke mich beim Außenminister Sebastian Kurz dafür, dass er sich einsetzt für Frieden und für Sicherheit, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Und ich kann deshalb die betont unsachliche Wortmeldung des Kollegen Pilz nicht verstehen. Nicht unser Außenminister hat eine Katastrophe gebraucht, um seine Meinung zu bilden, sondern die Meinungsbildung innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft hat leider Gottes diese Katastrophe gebraucht. Aber wir haben natürlich auch Dinge des täglichen Lebens zu beraten. Und so gibt es auch Regeln, die zwischenstaatliche Beziehungen anbetrifft. Die Frau Kollegin Winzig hat schon erwähnt, dass es in der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Passwesens mit der Bundesrepublik Deutschland ein Übereinkommen gegeben hat, das wir beschließen sollen, wo 240.000 österreichische Staatsbürger einen Vorteil daraus ziehen können. Aber es gibt auch andere Abkommen in der internationalen Staatengemeinschaft und damit verbunden ist auch das Verhältnis zu Staaten, die weniger verlässlich sind, zu Staaten, in denen die Rechtsstaatlichkeit nicht so ausgeprägt sind, als das bei uns der Fall ist. Die Republik Burundi ist eines dieser Länder. In Ostafrika gelegen, über 10 Millionen Einwohner, nur ein Drittel der Fläche wie Österreich, eines der dichtesten besiedelten Länder in Afrika, ein Land mit einem Präsidialsystem, wo der Präsident gleichzeitig auch Regierungschef ist. Leider ist in diesem Land verbreitet Korruption und das Vertrauen in die Behörden ist nicht unbedingt in hohem Maße gegeben. Nun gibt es ein Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung, nämlich das Haager Übereinkommen. Dieses Übereinkommen ist auch sinnvoll, aber es sollte in unserem Interesse sein, dass dieses Übereinkommen nur für Staaten gilt, wo auch eine Rechtsstaatlichkeit vorhanden ist, wo Verlass ist. Und diese Sicherheit sehen wir im Fall der Republik Burundi als nicht gegeben. Daher erheben wir Einspruch gegen den Beitritt der Republik Burundi zu diesem Abkommen. Die Folge ist, dass dann Dokumente, die die Republik Burundi ausstellt, nicht automatisch bei uns akzeptiert werden, sondern einzeln überprüft werden können. Die Bundesregierung hat sich dagegen ausgesprochen und wir sollten und wir werden hier im Parlament diesen Einspruch auch entsprechend genehmigen. Es geht um die Sicherheit und den Rechtsschutz für die Österreicherinnen und Österreicher. Vielen herzlichen Dank.